Hey Pieps, herzlich willkommen zu Formel 1 2016. Ja, wir befinden uns hier gerade in der Lobby zum ersten Rennen der KL. Ja, dazu, wo ich schon das Russland-Video gemacht habe. Kannst du das Racing League erklären? Ich glaube, muss ich das jetzt noch nicht viel. Es gibt einen offiziellen YouTube-Kanal dazu, Katzes Racing League, könnt ihr einfach mal gucken. Wie ihr gerade seht, wir sind ja 19 Leute, ja. Wenn man hier mal so die ganze Liste hier runterscrollt, ja, es gibt kaum noch Plätze. Die einzigen, die nicht gemutet sind, sind außer ich selber natürlich, alle, die was mit der Rennleitung zu tun haben. Und ja, wir warten hier jetzt noch auf den guten Bert, also meinen Teamkollegen Malte. Und für alle die sich jetzt nur das Highlight-Video angucken, viel Spaß. Und für alle die das Ganze uncut gucken, was auf jeden Fall länger wird zum Hochladen. Ich weiß nicht, ob ich das, wenn ihr das jetzt seht, müsste das Highlight-Video zumindest sein. Ich weiß nicht, ob ich das zwar noch am selben Tag schaffe oder erst zum Montag das Ganze hochzuladen. Also das vollständige Video. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Für alle, die das Highlight-Video schauen, mit dem Rest, ja gut, wer jetzt sich das ganze Video anschaut, ne? Mit dem muss ich mich jetzt, also vielleicht habe ich noch irgendwas, mit was ich unterhalten kann. Doch, ich habe irgendwas, ja? Also, ne, für Highlight-Video, ihr seht jetzt hier den Rest und die anderen, die bespaße ich in wenigen Sekunden. Die Zeit drängt halt, ne? Und ich muss zumindest meine Runde auf den, zumindest mir die Option offen lassen, noch einmal auf Rot zu fahren. Ja, ich bin jetzt mit Soft raus. Ich auch. Es fängt an zu regnen. Was, echt? Ja. Shit. Sie Regen getroffen. Ja, ich bin gespannt, im Mercedes hat sich das gut verhalten, also im Zeitfahren, das Setup. Ich hoffe, das fährt sich jetzt genauso gut. Liegt nicht so gut in den Kurven wie gestern, liegt das am Setup oder am Regen? Beides, ne? Bestimmt. Ey, ich muss jetzt wirklich gucken, dass die Runden so schnell wie möglich hier durchbringen und nicht nur ruhig abzufliegen, ey. Boah! Ich hab das Auto gerade wieder abgefangen. Ja, muss jetzt die Kurve ein bisschen abkürzen, ey. Weil tatsächlich, der Toro Rosso fühlt sich mit dem deutlich schwerer an. Der Mercedes ist aber deutlich leichter mit dem Setup. An alle momentan ist leichter Regen. Ja, danke für den leichten Regenhinweis. Alter, kannst du... Ich hätte dich vielleicht doch mal am Anfang rausgefahren, ey. Ja, aber da können wir nichts machen. Ach, Pech. Ich hoffe, Ruben, nicht auf die Ideallinie fahren? Du Spasti! Oh, sorry. Aber was soll das denn? Kommt aus der Box, warum will er auf die Ideallinie? Ja, mir sagt auch, mir wird auch schon... Ich bin jetzt auch in der Ruhe vom Gas gegangen, ich bin dann auch ein bisschen safe gefahren. Ja, ich hab die Kurve kein, da halt abgekürzt. Das wird kein Top-10-Startplatz für uns, da kannst du manchmal rausgehen. Hm. Dann kommt das Wetter, ey. So scheiße, ey. So ein ungünstiges Timing. Yannick wollte aber auch wieder warten, ne? Deshalb ist bei dem bestimmt auch Bounty-Lose gegangen. Mhm. Vergessen, ich komm um Meilen nicht an die Zeiten da vorne ran. Ja, solange ich nur. Ich will halt auch nicht vor Marvin, hinter Marvin starten, so. Ja, jetzt ist der erst deaktiviert. Ja, kann man vergessen. Sag mal gleich, was du für eine Runde hast und wie viel du bist. Die beiden Red Bull vorne. Dann war so 8 Jahre. Versuch nicht, das Auto wegzuschmeißen, ne? Ich komme sehr schlecht weg. Ich habe Schalten vergessen. Ja, Shiniko kommt deutlich besser weg als wir. Ich mache wie geplant äußerste Linie. Ich schalte sogar neutral, weil ich dumm bin. Jetzt ist mir jemand noch raufgefahren. Was? Ich bin jetzt auf Medium! Was? Fuck! Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Spiel! Flaggen voraus. Ben, was ist los? Was ist los? Wieso bist du so langsam? Yannick hatte mich gerammt. In der Urush zu Beginn. Von Driller! Von Driller da. Nächster raus. Wir sind jetzt... Was? Wen soll ich zurückgeben? Sahari, was? Was? Toll! Ja, ich sollte einen Platz zurückgeben. Wieso auch immer. Ärgerlich.
Ich muss jetzt alle durchlassen, deswegen. Aber wie ist Yannick wieder so ganz typisch, ne? Erstmal, also ich habe erstmal Ruhm vorgelassen in der Rouge, ne? Dass ich dann nicht dann noch eine Kollision irgendwie hervorrufe. Habe ich lieber gedacht, gut, der ist jetzt Ticken weiter vorne, dann gehe ich mal lieber vom Gas, dass wir nicht zusammenquetschen, ne? Und was macht Yannick? Nutzt das natürlich aus ein bisschen, dass ich ein bisschen langsamer bin als er und fährt mir erstmal schön in die Seite rein. Ja, ich bin jetzt best of the rest. Alter, Runde, was ein Chaos, Leute. Aber kein Safety Car tatsächlich. Wir haben sie gut hingekriegt, ne? Fährt eigentlich noch jeder mit, weil wir sind noch 16 Fahrer? Ja. Ne, zwei Leute sind raus. Echt? Weil ich halt niemand, dass jemand die Session verlassen hat. Vor allem, ich bin die erste Kurve gerade so eng gefahren. Ich bin mal mit meinem Hinterrad gegen die Bande gekommen. Und hab mich dadurch noch ein Stück auf die Gerade rausgedreht. Weil ich die ja zu eng genommen hatte. So, da stand Paul. Da steht Dorian. Warum auch immer die da stehen. So, Darius kommt aufs Grün. Wie viel da bist du? 9. Ich versuche jetzt Darius zu überholen. Ja, ich weil Darius kam da orange aufs Grün, hat dadurch dann Tempo verloren. Ich stecke auf der 12 fest. Ich bleib hier erstmal. Ich bin an Darius vorbei, ich bin 8. Gut Job. Und Driller mit einer sehr langsamen Pace. Ich werde in den nächsten zwei Runden auf ihn auffahren. So, Darius fährt erstmal weiter außen. Ich schaue jetzt erstmal noch die Strecke woanders an. Da war schon wieder irgendjemand auf dem Grün. Und noch fahre ich wieder in den Zeiten. Haben wir alle. So, 3 Sekunden von Driller. Ich mache 2 Runden vorher noch nicht auf der Blut. Nee, versucht er doch nicht. Ja. Irgendwer ist rausgeballert. Marvin. Oh Gott, ich musste seinen Geist gerade noch ausweichen. Gut. Ich bin aber 7. jetzt. Gott, direkt jetzt hinter Yannick. Ich bin jetzt 11. Ich bin gleich in den Punkt. Ich bin direkt hinter Yannick. Okay. Vielleicht kämpfen wir gegen mich. DRS ist aktiviert, das kommt gut für, ist gut für mich. So, lass mal Yannick in der Rouge vor, bevor irgendwas passiert. So, erste Yannick kurz erstmal richtig eiskalt ab in der Rouge. So, erste Boxenstops. Ich bin jetzt wieder 8. Jetzt versucht René mega aggressiv und fährt mir rein. René hat sich halb gedreht. Muss jetzt direkt vor dir sein. Ja. Na, jedenfalls durch meinen Zweikampf gegen Yannick habe ich halt einen Platz an Darius wieder verloren, weil ich halt Yannick in der Rouge vorlassen musste. Auch wenn er die Eichigkeit abgekürzt hat dadurch. Ja, jetzt musst du mir echt beistehen. Das sind einfach beide Haas vor mir. Und die fahren beide mega, mega komisch. Ja, René fährt wieder aggressiv, der hat mich gerade versucht, natürlich mal wieder zu überholen. Yannick hat irgendwie kein Speed im Moment. Der fährt hier nicht gerade sein bestes Rennen. Auf jeden Fall hole ich auf Yannick auf und das, obwohl ich den langsamen Reifen habe. Und Driller hat sich abgeledert. Sehe ich. René ist hinter mir. Ja, ich bin jetzt in den Punkten. Und gleich treffen wir uns wieder, ne? Du bist 8. ne? Jo. Und aber Yannick hat irgendwie ein paar Probleme, was Geschwindigkeit angeht. Yannick fährt in die Box. Ich bin im Fenster. Hat vielleicht ein Stück Frontflügel verloren. Dank Yannick kriege ich hier noch DRS. Ich bin jetzt auch im DRS-Fenster. Wir sind schnell auf der Geraden. Ja.
Ich stelle auf Fett und versuche alles. An alle aus der Max gefahren? Ersten Kurve bei Startziel stehen immer noch Paul und Dorian, also etwas aufpassen, falls sich jemand irritiert, nur als Info. Da vorne kollidieren sich schon wieder fast zwei? Ja, die Ferraris, René und der Ferrari. Ich habe kein DS mehr gekriegt. Geh wieder runter, auf Standard. Ich habe erstmal Dealer im nächsten Sektor. Die fahren hart gegeneinander. Ich werde jetzt nicht versuchen, René übertrieben zu überholen. Ach, Sansu ist nicht macht. War Sansu der macht Box? Fehler. Ja. Okay. Er fährt auf Medium. Der will vermutlich durchfahren, aber für ihn wird es ganz eng am Ende mit den Reifen. Ja, der fährt nicht durch. Also er könnte es, aber das wäre extrem schwer. 18 Runden? Kann er nicht. 18 Runden, das wäre eine ganze Menge Risiko tatsächlich. Kann er nicht. Dafür verliert er zu viel Zeit, weil der muss zweimal stoppen. Ein Stopp lohnt sich mehr. Also wenn, es wäre halt nicht intelligent, so zu machen, so meine ich das, ne? Ja. Mach dir aber nicht ganz. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,8 Sekunden. Ich bin 1,8 Sekunden hinter Lauren. Also hinter beiden Saubern tatsächlich. Die fahren da vorne auch, glaube ich, ein bisschen gegeneinander. Weil Lauren versucht die ganze Zeit an Ruben vorbeizukommen. Vielleicht meine Chance aufzuholen. Ein Fenster habe ich auch noch nicht für DRS. Ich fahre das Ding auf 9 erstmal durch. So, da hat sich einer gedreht. Sansu ist direkt hinter mir. Und der andere ist in die Box gefahren. Neurad hat sich gedreht, sehr gut. Ja, Lauren hat sich gedreht, Ruben ist in der Box. Ich bin Dritter im Moment. Gut. Ah, durch Boxenstopp sind so halten, ne? Aber Sansu wird gleich versuchen, mich mit DRS zu überholen. Das kann ich dir sagen. Wobei, Sansu ist ein bisschen weg. Ich glaube, der kann nicht mit DRS vorbeifahren. Ich hätte schon wieder kein DRS, weil René zu schnell ausbeschleunigt hat aus der Rouge. Der Punkt ist vor der Rouge noch. Ja, aber ich meine, er kommt auf dem Weg in die Rouge zu schnell raus aus der Kurve. Also. Das ist aber noch keine Sekunde. Da ist wieder Sansu direkt hinter mir. Muss man wirklich angreifen will. Hat René einen Fehler gemacht, ich kann aber noch nicht stechen. Noch ein Fehler, ich steche immer noch nicht. Jetzt zwingt er mich fast zum Stechen, wenn er noch einen Fehler macht. Sansu hat mich gerade versucht zu überholen in der Restlinkskurve, hat aber wieder zurückgezogen. Gut. Aktuell kann ich den dritten Platz behaupten. Ärgerlich für Sansu natürlich, weil ich mich ein aufhalte. Obwohl auf denselben Reifensatz fahren. Ich glaube, der fährt auf Fett. Vom Gemisch her. Ich hoffe, Sansu ist auch so clever und wartet bis nach der Urouge tatsächlich, damit seine letztendlichen Attacke. Weil dann hat er mich auf jeden Fall. Wir nehmen mit dem nächsten Fehler, jetzt muss ich. Okay, ich hab's nochmal gelassen. Also Sansu wird zwar jetzt DRS haben auf Plattenzieher, da wird ihm da nicht die Zeit bringen. Oh. Da muss er gucken, dass er zur Urouge dran bleibt, zu dem Messpunkt. Weil da hat er mich auf jeden Fall. Da werde ich mich auch nicht gegen wehren. So eine Situation dann. Zur Orientierung, der fährt hinter mir. Ja, Yannick. Du Bescheid weißt, wo ungefähr ist. Ja, aber 20 Sekunden hinter mir. Jetzt habe ich ihn. So, Sansu saugt sich ran, zieht jetzt nach rechts raus. Ich lasse ihn vorbei. Besser für die Reifen. Und er wird ja wahrscheinlich noch einen Boxenstopp machen. Weil er ziemlich früh gestoppt hat. Aber vielleicht kann ich noch ein bisschen dranbleiben. Ist Fünfter sehr gut. Ja, aber nicht mehr lange, weil René mir immer noch im Arsch im Heck hängt. So, und Janne kommt, glaube ich, mit riesen Schritten auf. Ja, aber das ist egal, wenn der vor uns landet und dann im Endeffekt. Das ist eigentlich unser Ziel. Mein Reifen aus 62, das ist gut, dann kann ich gleich nächsten in die Box fahren.
Wann suchst du in der Box? Ja, der vor mir fährt jetzt auch in die Box. Das heißt, ich darf jetzt erstmal eine Runde in erster Position fahren. Führungskilometer. Ja, alle, good job. Alle fahren, alle, der Counter oder wie der heißt, wird auch von mir in die Box. Ja? Ich hab jetzt Benny hinter mir. Das ist natürlich nicht das, was mir gefällt. Das heißt, ich muss nochmal gegen ihn. Das heißt, ich muss gegen ihn fahren. Wo ist René? René ist vorbei. Ja, René ist vorbei. Schade. Ja, ich habe ordentlich verloren in der Runde. Einfach sowas von schnell im ersten Sektor. Ist echt unbegreiflich. Der Boy fährt Medium für den Rest des Renns. Wer? Wer? Vor mir, den neuen Counter oder wie der heißt. Count hier, Count hier ganz da, ja. Für neun Runden? Da ist. Aber egal, ich hatte jetzt schon gelohnt, ich hatte Führungskilometer. Also, wo ich am Start noch so weit hinten war. Ich glaube, René fährt nochmal Medium. Den kann er gar nicht. Was fährt er denn? Er muss doch Soft fahren, ne? Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Ja, mach ich. Eine Runde mehr will ich auf den Reifen noch nicht antun, weil ihr müsstet eigentlich nach meinem Boxenstopp deutlich an mir dran sein, deutlich näher. Vielleicht kommst du ja mitten in euch raus, weil es war tatsächlich keine schnelle Runde hier von mir. Wir biegen jetzt gleich auf Start und Ziel ein. Ja, ich bin relativ gut in die Boxengasse reingekommen vom Speed her. Im Moment bin ich Vierter. Ich sehe euch das da auf dem Ziel. Das wäre gut, dass du vor der Kampfgruppe rauskommst, vor René und du musst. Ich bin jetzt noch Yannick an mir vorbei. Ich habe jetzt gleich. Versuch vor René rauszukommen, bitte. Ich habe jetzt einen Kurvenvorteil, im Gegensatz zu euch. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Nur mal bitte den Gefallen und komm vor der Kampfgruppe. Bist du vor uns? Bin ich. Sehr gut. Sehr gut. Weil an dem muss ich auch erstmal vorbeikommen. Das wird richtig Arbeit. Pushen wir jetzt mal ein bisschen. Ich bin auch schon am Pushen. Ich hab DRS. Ich fahre jetzt auf den Reifen, den ich im Qualifying hatte. Das heißt, die haben mich jetzt tatsächlich in Runde betrogen. Weil ich meinen Qualifying-Satz bekommen habe. Mediums oder was? Nee, Soft. Weiß ich gar nicht. Ich hatte bei mir direkt 6%, 6% Abnutzung drauf. Vielleicht bist du auch in die Sau durch die Box gefahren. Ja. Kleiner Scherz. Weil ich hab nur Rouge 6% eingeholt auf die Reifen, ne? Zwei sind in der Box. Echt? Ja. Geil. Darius krieg ich auf jeden Fall. Oder müsste ich auf jeden Fall kriegen. Der andere war Benny, der ist auch noch auf Supersoft gegangen. Okay, den kriege ich nicht, aber ich bin vor Darius. War auch Supersoft, der ist bei euch jetzt direkt. Ja. Ich hätte richtig Bock auf ein Überholmanöver von denen da vorne. Wir werden direkt gegeneinander Kampf fahren. Ja, hat auch DRS. Der ist im Fenster drin. Das ist für mich jetzt natürlich nicht so geil auf der 7, aber egal. Abschießen. Schieß ihn ab. Abschießen! Ja, passiert. Ja, der fährt halt auch super soft auf frischen, ne? Jetzt war der Randstein. Jetzt hab ich's weggeschmissen. Was ist denn passiert? Ich bin aufs Randstein gekommen, Räder haben durchgedreht, statt leicht quer. Aber du hast nicht so viel Zeit verloren, oder? Er ist jetzt direkt hinter mir, ne? Okay, hier vorne lasse ich dich garantiert noch nicht vorbei. Muss irgendwas tun jetzt gleich. Ah! Jetzt hat er DRS, aber ich bin noch dran. Okay, Abstand zum Führenden 9,6 Sekunden. Ah, da habe ich ihn voll erwischt.
Sanso war nochmal in der Box, ist jetzt direkt vor uns. Wir sind jetzt zu dritt. Der ist nicht an beide DRS. Sanso nicht. Ja, ich kann es jetzt lassen, ich kann ihn nicht mal einholen. Das war unlucky. Eigentlich nicht unlucky, sondern eher schlecht von mir gefahren. Ich glaube, an die komme ich da vorne nicht mehr ran, an die beiden. Ja. Und jetzt mache ich nochmal einen Fahrfehler. Fünfter, ey. Boah. Ja, ich habe halt die, als ich die Chance hatte, habe ich einen Fehler gemacht. Ja, René wird sicher Achter. Joe Cat, der ganz vorne geschaltet ist, 9. 10. und Ruben 9. Gut, da passiert auch nicht mehr viel bei den drei. Ach, Joe Cat hat keinen Sprit mehr, so wie es aussieht. Ist schade, Joe Cat ganz vorne gestartet in der ersten Startreihe und dann auf Platz 10 anzukommen, ist schon schlecht. Also, das heißt schon schlecht, aber das ist schon nicht schön. Was ist mit Schnico ist rausgeflogen? Also, was Teampunkte angeht, haben wir heute ordentlich abgeräumt. Kriegen wir 16, ne? Wer kriegt mehr als 16? Keiner, glaube ich. Doch, Sahara aus India kriegt 25. Achso, ja. 18. Stimmt. Scuderia Ferrari, Williams, Honda. Good job! Dritter an der Konstrukteurswertung noch im ersten Rennen. Das ist nice. Schönes Rennen. Ja, wir hätten auch Zweiter mit zum Zweiten aufschließen können, aber dafür hätte ich halt den Boy noch überholen müssen, aber. Ja. Ah, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das ist das Problem. Ich war halt kontinuierlich schneller, aber hier ist überholen halt so schwierig auf der Strecke. Guck mal, die machen gerade ein Interview mit Benny und Sanso.